Bonn ist die Stadt der kurzen Wege. Was da oben im Posttower entschieden wird, darauf blicken die Aktionäre nebenan im Kongresszentrum ganz genau. Aktienkurs ist passabel, Dividende ist gut. Gute Firma, niedrige Portos. Die Honorare für die Führungskräfte, die müssten nicht in der Höhe sein. Da könnten sie eher ihren Mitarbeitern etwas zukommen lassen. Lob und Kritik richten sich an ihn, Postchef Frank Appel, an seinem letzten Arbeitstag. Seit 2008 stand er an der Spitze. Besonders der Endspurt hatte es in sich. Wir wissen alle, dass das ein sehr schwieriges Jahr war für die Welt. Es gab erhebliche Herausforderungen. Vielleicht war es sogar das herausforderndste Jahr, was ich erlebt habe. Doch die Post ist bislang selbst durch Pandemie, Ukraine-Krieg und die Inflation sicher hindurchgekommen. Auch deshalb fällt die Bilanz der Apple-Ära so gut aus. Der Kurs hat sich verdoppelt, aber vor allem hat das Geschäft verdoppelt, das Ergebnis hat sich verdoppelt. Mit all den Krisen hat es immer wieder geschafft, dass die Post nach der Krise stärker war als vor der Krise. Ahnen konnte das niemand. 2008 wird Apples Vorgänger Klaus Zumwinkel überraschend wegen privater Steuerhinterziehung festgenommen. Nur 4 Tage später übernimmt Frank Appel den Vorstandsvorsitz. Für uns alle gilt, aus dem größten Anbieter im globalen Markt wollen wir den besten machen. Appel ist kein Entertainer, eher Analytiker. Unaufgeregt und sachlich führt er den Bonner Konzern. Was Journalisten kaum gelingt, schaffen die Kinderreporter der Lokalzeit, ihn ein bisschen aus der Reserve locken. Wie viele Mitarbeiter kennen Sie denn überhaupt? Das ist eine schwierige Frage. Also kenne ich bestimmt mehr als 1000. Ob ich von denen allen den Namen weiß, weiß ich nicht. Unter Appel soll die Post grüner werden, bis 2050 sogar emissionsfrei sein. Doch Klimaaktivisten kritisieren heute auf der Hauptversammlung, dass die Post gleichzeitig den Flughafen Leipzig ausbauen will. DHL schreibt sich Go Green auf die Fahnen, auf jedem Auto steht Go Green drauf. Aber was DHL in Wirklichkeit macht, ist, einen Flughafen auszubauen, mitten in der Klimakrise. Das versteht jeder, das macht überhaupt keinen Sinn. Erst gestern hat die Post mäßige Zahlen geliefert. Die lahmende Weltkonjunktur drückt auf Umsatz und Gewinn. Darum kümmern muss sich jetzt Nachfolger Tobias Mayer. Ja, es wird nicht leichter werden, weil Herr Appel verabschiedet sich mit Rekordzahlen. Und Herr Mayer muss jetzt schauen, dass die großen Baustellen auch bewältigt werden. Und Frank Appel, er ist jetzt Aufsichtsratschef bei der Telekom. An seinem Arbeitsweg ändert sich also wenig. In der Stadt der kurzen Wege.